Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien, das Domradio, über Bibel-TV und EWTN verbunden sind. Wir setzen unsere Evangelienlesung aus dem Johannesevangelium fort. Letzten zwei Tage das Gespräch mit Nikodemus und jetzt der Text, der Abschnitt, der anfängt mit: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das Senden des Sohnes Gottes in die Welt und das Hingeben des Sohnes Gottes in die Welt, man könnte sagen, eine große Liebeserklärung Gottes an die Welt. Man könnte sich die Frage stellen, weil das Wort Welt in diesem kurzen Abschnitt mehrfach vorkommt: hat seinen Sohn in die Welt gesandt, er hat die Welt geliebt. Damit er die Welt richtet, ist er nicht gesandt, sondern damit die Welt gerettet wird. Das Wort Welt kommt also mehrfach vor. Da sollten wir uns zunächst mal die Frage stellen, um den Zusammenhang gut zu verstehen, was denn damit gemeint ist. Zum einen könnte das sein, die Welt eben die Schöpfung Gottes, der ganze Planet, mit allen Kontinenten, mit allen Menschen, mit allen Tieren, eben das Ganze. Heute würden wir sagen, der ganze Planet. In der Bibel ist aber manchmal auch die Welt gemeint mit dem Bereich, in dem die Menschen leben. Also das von den Menschen gestaltete Leben. Und manchmal ist die Welt auch gemeint mit dem Wort Welt als Gegensatz zum Himmel. Also die Welt, in der die Menschen sich zurechtmachen und manchmal so leben, als wenn es den Himmel nicht geben würde. Wenn Gott in die Welt seinen Sohn sendet, um die Welt zu retten, ist jetzt in diesem Zusammenhang nicht an erster Stelle der ganze Planet gemeint, so sehr der ganze Planet die Rettung Gottes doch braucht und benötigt. Ganz selbstverständlich. Aber hier ist eher der Mensch gemeint und nicht nur die Menschen, die sowieso schon Gott dienen und so leben, wie es Gott gefällt, sondern eben auch die Menschen, die sich von Gott abgewandt hatten. Weil auch diese Menschen Gott eben nicht egal sind. Gott liebt alle Menschen und er möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen. Er hat nicht seinen Sohn Jesus gesandt, um erstmal festzustellen, was die Menschen alles falsch machen, im Sinne von die Welt richten. Denn wenn Gott ein großes Buch hätte oder einen großen Schreibblock und eine Karteikarte für jeden einzelnen Menschen, würde darauf notieren, was der Mensch alles falsch macht und was der Mensch alles gut und richtig macht, dann würde wahrscheinlich bei vielen viel mehr kommen, was wir nicht richtig machen, wo wir ohne die Gebote Gottes leben oder wo wir kleine oder größere Dinge tun, denken oder machen, die nicht in Ordnung sind. Wir Menschen können uns nicht den Himmel verdienen. Aber wir können an Gott glauben und auf das Wort Gottes hören. Und Menschen, die an Gott glauben und auf das Wort Gottes hören, das sind Menschen, die sich bemühen, nicht nur das Wort zu hören, wie ein Ohr rein, ein Ohr raus, sondern es zu hören und zu verstehen und im Herzen zu tragen. Also das Wort Gottes zu hören: was möchte Gott mir damit sagen und was kann ich tun? Ihr Sternsinger habt das zum Beispiel dadurch gemacht, dass ihr hört von der Botschaft, Gott ist Mensch geworden. Und dass diese Botschaft zu allen Menschen gebracht werden soll. Kann keiner von uns alle Menschen besuchen, aber wenn ihr 30 Jahre lang ein paar Häuser besucht und ein paar hundert Menschen trefft und andere Sternsinger wieder ein paar hundert, dann erreicht das schon viele Menschen. Und wenn die davon so froh gestimmt sind, dass sie anderen auch davon erzählen, verbreitet sich die Botschaft. Also etwas zu hören, zu verstehen und weiterzusagen, also Gutes zu tun. Ihr habt das nicht für euch alleine gemacht, sondern um zu sammeln, Menschen Freude zu machen, Menschen den Segen zu bringen, zu sammeln für Kinder in Not. Und das sieht Gott, das Gute. Und weil er uns Menschen liebt, möchte er, dass wir immer mehr dieses Gute tun. Und damit brauchen wir keine Angst haben vor dem Gericht Gottes. Diejenigen aber, die von Gott nichts halten und sich bewusst gegen Gott stellen, also sich von Gott abwenden, die, die hier im Evangelium genannt sind als die Menschen, die im Licht, in der Finsternis leben, damit ihre Taten nicht aufgedeckt werden, wie der Dieb, der in der Nacht kommt, damit niemand sieht, dass er ein Dieb ist. Die Menschen müssen schon damit rechnen, dass Gott das nicht in Ordnung, dass das für Gott nicht in Ordnung ist und
Nicht, weil Gott ein strenger Gott ist, sondern weil sie sich selbst von Gott abgewandt hatten, dass sie dann auch die Konsequenz tragen müssen. Es liegt also auch an uns, ob wir zu Gott kommen. Nicht allein. Wir können es nicht alleine verdienen. Es ist immer ein Geschenk von Gott. Aber wir Menschen sind frei, dieses Geschenk anzunehmen oder zu sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Also, ich bleibe bei meiner ersten Aussage, es ist eine Liebeserklärung Gottes an die Welt und damit an uns Menschen. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Welch wunderbare Verheißung und wunderbares Versprechen. Wer an glaubt, wird nicht gerichtet. Versuchen wir, diesen Glauben jeden Tag neu zu leben, ihn stark zu machen und davon zu erzählen, davon Zeugnis abzulegen, in Wort und in Tat, damit das Licht in die Welt kommt. Das Licht, das einen Namen hat, Jesus Christus, das Licht, das aufgeleuchtet ist und das die Magier aus dem fernen Land zum neugeborenen König geführt hat, Christus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Amen.